Sommerhitze, kaum Wolken in Sicht und beinahe völlige Windstille. Bei so einem Wetter kühlt man sich gern mal im Wasser ab. Doch beim Stand-up-Paddeln geht es darum, möglichst nicht ins Wasser zu fallen. Das wollen auch die Teilnehmer des Anfängerkurses versuchen. Am Ufer der Hunte erklärt der erfahrene Stand-up-Paddler Patrick Ramthun erst einmal die Grundregeln. Stand-up-Paddeln lernen. Wir nehmen dann das Paddel in Hand, haben dann den perfekten Griff und dann stechen wir das Paddel vorne an Bord ein und ziehen das Paddel von vorne nach hinten. Nehmen es hinten raus, ziehen es nach vorne und wieder einstechen und nach hinten ziehen. Das ist der sogenannte Basisschlag. Damit kommt ihr nach vorne. Die erste Paddelübung erfolgt noch an Land, doch schon bald geht es ab ins Wasser. Okay, wir bauen die Kurse halt so in zwei Teile auf. Wir machen erst einen kleinen Theorieteil, dass wir den Teilnehmern erstmal zeigen, halt, was wir für Boards haben, was wir für Paddels haben, das so grob zu erklären, dass wir denen dann so ein bisschen so die Vorfahrtsregeln erklären, dass sie auch genau wissen, dann, was auf sie zukommt. Dann werden wir am Land auch erstmal so zwei, drei Paddelschläge machen halt, erstmal so in der Theorie. Und dann zeigen wir ihnen, wie sie aufs Board kommen. Und dann fangen wir auch schon relativ schnell an, so nach einer Viertelstunde, dass wir die Leute auch aufs Board bekommen, um da auch relativ viel Zeit auf dem Wasser zu verbringen und nicht so viel am Land. Wer sich sicher genug fühlt, darf aufstehen und kann den Fluss aus einer ganz neuen Perspektive betrachten. Das Alter spielt beim Trendsport Stand-Up-Paddling übrigens kaum eine Rolle. Ein wenig Gleichgewichtssinn und ein bisschen Mut reichen schon aus. Man kann es halt mit, ich sag jetzt mal, 6, 7 Jahren machen. Voraussetzung sollte halt schon sein, dass man schwimmen kann. Das heißt, wenn man mal reinfällt, man kann es ja nicht ausschließen, dass man dann schwimmen kann. Ich glaube, wir hatten mal letztes Jahr mal einen Teilnehmer, der schon 87 war. Also von daher ist halt die Grenze von unten nach oben. Die Boards sind eigentlich relativ lang und breit gebaut, sodass man da auf jeden Fall einen sehr guten Stand hat. Und dann geht doch noch einer baden, ausgerechnet der Trainer selbst. Naja, wohl nicht ganz unabsichtlich. Davon lässt sich aber keiner aus der Ruhe bringen und die Tour geht weiter. Also wir probieren es meistens so bis zur ersten Brücke auf runterzukommen, ist so in der Regel so knapp 2 bis 2,5 Kilometer dann. Einfach mal um so ein bisschen das Fahrgefühl zu bekommen. Nach etwa 90 Minuten ist der Anfängerkurs beendet. Nun muss nur noch die Landung klappen. Mit etwas Hilfe ist das auch kein Problem. Zeit für ein Resümee. Und wie hat es euch gefallen? Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Richtig gut. Ja, richtig cool. Das ist so schön. Was ich immer sehr interessant finde, gerade so an so Abenden wie heute, ist schönes Wetter. So 8 Uhr, dann wird es hier am Ufer auch ruhiger, dass nicht mehr ganz so viele Leute unterwegs sind. Dann einfach in Ruhe zu paddeln, die Natur zu genießen. Am besten noch den Sonnenuntergang hingegen, einfach um die Seele baumeln zu lassen. Für alle, die heute auf den Geschmack gekommen sind, bieten die Oldenburger Stand-Up-Paddler verschiedene Kurse und Touren an. Und wem es dann doch zu warm ist, der kann, ganz freiwillig, mal kurz abtauchen.